The following video is rated PG. Hilfe! Ich bin in eine Kriegssituation reingeboren. Kann ihn auch nicht sehen. Jan, hast du gehört? Da ist irgendwer bei Dustins Leiche bei unseren Fahrzeugen. Ja, aber ist lang gelaufen. Richtung Auto vielleicht gelaufen. Warte mal, Offroad 6, Civilian. Civilian 6, Civilian. Der steht irgendwo in der Lukas, du musst runtergehen. Ja, ich geh gerade schon runter. Ich kriech mal aus meinem Gebüsch hervor. Der ist genau links von dir in einem Gebüsch. Von mir? Ja, von dir. Von Fabi, von dir aus, Jan, oder von ihm aus gesehen? Hier von rechts, von meiner Leiche rechts aus geschossen. Mich. Vom weißen Auto aus, praktisch. Da ist einer, oder was? Ja, da ist er gerade lang gelaufen und von da aus habe ich gerade eben die Schüsse gehört. Die Leiche kann... Sitz im Auto in seinem. Der fährt weg, ja. In dem roten. Wohin fährt er? Kavala. Richtung Kavala, ja. Verdammt. Ich brauche einen Sanitäter. Dann kannst du den treffen. Verflucht. Wer war das? Wer da weggefahren ist. Muss Karl gewesen sein, weil der andere ist tot. Jan, der fährt zu dir hoch. Wo hoch? Zu dir hoch. Wie ist einer von er ist ausgestiegen? Ja. Ja, ich bin tot. Was soll ich machen? Ich habe ihn nicht mal gesehen, Alter. Rolf Tempel, okay. Ruf einfach einen Sanitäter. Richtig beschissen, ich sehe den da nicht. Wir sind jetzt da, wo Jan war, ne? Ja. Ich sehe die überhaupt nicht. Mir ist der Nebel gerade zu dicht. Wer schießt einer von euch? Ja, ich. Hast du eine Ahnung, wo die sind? Okay, what the fuck? Ja. Oben bei Jan in der Nähe. Aber ich sehe den, der ist jetzt gerade in einem Stein. Wäre schön, wenn mich irgendjemand wiederbeleben könnte. Ja, aber es kommt ja kein Sunny, ist nur einer online. Ja, deswegen bleib ich jetzt hier liegen, bis er bei mir ist. Der Punkt von Jan wird mir leider nicht mehr angezeigt. Ja, weil er tot ist. Fabi, du weißt, wo ich den Unfall hatte? Wo wir erstmal so mega lang auf einen ADAC gewartet haben? Ja. Wo Lukas sich auf die Klippe gestellt hat? Ja. Da oben ist er. Auf der Klippe? Ja, ich hab eine Pistole. Ja, hinter der, auf der Klippe sind noch so ein paar Steine, ein bisschen weiter hinten. Ja, aber ich in Sicht. Da kommt gerade ein Fahrzeug angefahren auch. Vielleicht ein Sunny. Das ist aber nicht deren Fahrzeug, oder? Ich glaube, ich sehe Jans Leiche. Nee, doch nicht. Oder? Nee, es ist nicht dein Fahrzeug. Die hatten einen, roten Hatchback. Ich sehe ihn, der ist jetzt hinter einem Stein. Ja. Oma auf dem Berg da? Oder? Ja. Der ist von meiner Sicht aus der linke Stein, der zweite. Versuch ihn ich den von zu schießen. Geh mir kurz in Deckung, ich guck vor. Er läuft ein bisschen weiter. Er sitzt in dem Gebüsch drin. In meine Richtung oder in Karl die... Karl sitzt da auch noch, Leute, der nicht drauf achten. Der ja, das war ist da der. Ah, das ist Karl. Oh, ja. Fuck, ich bin okay. Tot. Da ist noch einer irgendwo, der hat von hinter mir geschossen, da ist noch irgendwo einer hinten. Ach, die waren zu dritt, einen habt ihr down gemacht und die waren zu dritt, oder was? Ja, den einen hab ich abgeknallt und die anderen beiden haben uns abgeknallt. Fuck. Ich seh den einen zwar, aber das ist echt schwer durch den Nebel. Da ist noch einer bei der Kurve, da ist noch einer in der Kurve. Sanitäter ist in der Nähe, Leute, Sanitäter ist in der Nähe. Wird gleich wieder belebt. Nice. Machen wir kurz weg, bis gleich. Jo. Oh, ist das schön. Wenn er noch irgendwo einer bei der Kurve ist. Der muss ja in der Kurve drin stehen irgendwo, ne? Im Innern. Ne, diesen Karl, ey, das ist echt gemein. Aber man trifft ihn nicht, ne? Ne. Ich schwör's dir, ich hab's auch die ganze Zeit. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, wo meine Schüsse einschlagen. Deswegen schieße ich einfach ins Blinde. Ja, wir wollten wissen, ob's eine Norm gibt, ab wann ein Maschinengewehr genannt werden darf. Nach Feuergeschwindigkeit. Oh mein Gott, ich hab mich hingestellt. Er läuft weiter hoch, Hammer. Es ist ein Sanitäter, aber ich werde nicht wiederbelebt. Das finde ich ja schon ein bisschen dreckig.
Wenn wir hier noch ich bin jetzt einfach im Kavala gespawnt. Ach, Antje ist auch tot. Ja. Ich war mit Dustin direkt da und. Er ist noch weiter hochgelaufen, Leute. Ich bin tot. Nein, ein Taser! Nein! Nein! Oh shit! Polizei! Oh mein Gott, im Ernst? Ja. Oder im Ernst, Alter? Oh shit! Warte mal, wer lebt denn hier zum mir? Ohne Witz, ich hab jetzt so ein fucking. Leute, kann dir mal jemand schreiben, dass ich gerade nichts machen kann, weil ich ein Fenster vor mir hab und. Wie, du hast nee, kann ich nicht. Ich hab ein Fenster vor mir und ich kann's nicht schließen. Ah, jetzt. What the fuck? Ja, ein Heli? Nee. Das wird der Sonny sein. Hammer. Ich bin bei Peace. Und erst nachdem ich jemanden erschossen hab. Er hat mich eingepackt. Wenn wir da Zubro in die Fresse getan hat, hab ich den Wichser. Ich hab aber auch auf ihn geschossen, Dustin. Ja, aber ich hab ihn getötet, Alter. Ah, gut. Ja. Oh, das der ADAC landet hier? Ja, weil er mich wiederbeleben muss. ADAC? Der ADAC. Der ADAC landet hier. Der dann ist er so wieder da. Die sinken. ADAC landet hier. Ja, AJ. Vielleicht ist auch ein Sunny dabei. Das kann durchaus sein. Das ist ärgerlich. Ich verharre hier erstmal mal im Gebüsch weiterhin. Ja. Ist das ein Krankenwagen? Ich weiß es noch nicht. Das sieht aber so an wie ein Krankenwagen. Das ist kein Polizei. Ja, das ist Krankenwagen. Ja! Da fährt ja. Er. Ich wäre so geil, wenn jetzt immer das ins Leicht rüberfahren würde. Fabi, du bist ja am Leben, ne? Ja, ja. Hast du die Waffe von dem anderen entfernt? Von welchem anderen? Der Typ, der da rumlag. Ja, der lag da nicht mehr. Der lag einen Sanitäter! Okay. Ja, richtig. Das ist aber echt assig, dass die Leute Schalldämpfer haben. Ich will auch. Wer ist denn das? Nick Parker, den kenne ich noch nicht. Oh mein Gott, vielen Dank. Klaus, du lebst. Sag ihm mal, dass ich auf dem Berg liege. Hallo Barry. Hallo Barry. Der weiß, wo du liegst. Ist hier noch irgendwo jemand? Oh yeah. Ja, ja, kommen Sie mal mit, bitte. Auf dem Berg soll noch jemand liegen. Barry weiß, ja, aber ich liege hier auch noch im Straßenrand. Hallo. Der ist jetzt nicht an mir vorbeigefahren, oder? Carsten, wo bist du jetzt eigentlich hin? Weg. Bist du gerade an mir vorbeigefahren? Nein, ich komme. Warum bist du nicht mit? Was? Hier liegt auch noch jemand. Ich verstehe dich nicht, weil irgendjemand über dein Bein redet. Och, Mann, Mann. Lauf mal zur Richtung Garage. Ach so. Oh mein Gott, ist es da ein Kopf? Tag. Huch. Das ist ein Kopf, das hier. Ja, das ist. Eine etwas längere Geschichte. Ansonsten noch irgendwo jemand? Ja, etwas weiter oben auf dem Berg. Kommst du mal mit, ich führe sie hin. Denn sind Cops. Oh Scheiße, muss mich verstecken. Aber oh, was ich Ihnen sagen kann, ist, ich habe nicht mehr viel davon im Kopf behalten. Ich lag ja schon eine ganze Zeit relativ kalt da. Hier liegt noch was jemand. Das? Nach 20 bis 30 was Sekunden setzt das Gehirn aus. Sie sehen aber auch ganz verwirrt aus. Oh, erstmal die Waffe vergessen, ne? Muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, ich bin noch nicht dazu imstande, das Fahrzeug weiter zu führen da gerade. Also. Ich hier? Mir ist echt ein bisschen schummrig. Schrapp. Wann soll man? Warte mich mal lieber von den Polizisten. Ja. Da bist du schon, Carsten. Das muss richtig hart geblitzt werden. Hier warst du. Wait, wo bist du? Hallo, hallo. Ihre Kollegen bin da hier. Oben. Ja, ich weiß nicht. Alter, wie hart das Code gerade hier leckt. Huch. Du bist gerade in dem Dreh. Das sag ich auch gerade. Ich komme aus Deutschland. Ja, du bist auch richtig hart am Lecken. Und ich wurde hergegeben. Ja. Auf Bewährung. An mehr erinnere mich nicht. Ja, ich? Ja, ich. Einwanderer. Okay. Gut. Nennen Sie es Urlaub. Ja, ist okay. Ich hab nichts Illegales getan. Ja, was war das? Alles okay? Hey, alles okay. Auf der schönen gesehen, Insel. Zwangsurlaub. Okay. Ich hab den in meinem Rucksack. Die können sich auch ganz entspannt an den Strand legen und ein bisschen. Was kann ich nicht tun, Mike? Warum ist das so? Ja, da werde ich ja braun, das will ich ja nicht. Beteiligt. Und die mehr waren hinterher. Oh, perfekt. Abgemeldet. Folgen wir mir auch mal bitte. What the fuck? Aha. Hier liegt eine Sache von Ihnen. Boah, das ist hier gerade was in die Luft geflogen? Nehmen Sie die Rückschau mit. Aber ich glaube, das ist nicht meine. Die illegal, die illegal, die illegal, nicht illegal, wenn nicht, ja. Wenn du nicht. Gut, ich beschlagnahme die erstmal. Kommen Sie mal mit, folgen Sie mir mal. Gehen Sie doch auf. Kommen Sie mal mit. Allesamt.
Mann, ich wollte gerade weglaufen, ne? Wurdest du jetzt gefasst? Ja, hier sind gerade zwei Cops. Ja, liegt hier noch welche? Nee. Peace und. Unsere Mörder sind da. Sören, ich bitte auch die Waffe auf mich, ich fühle mich bedroht. Salutier mal vor Sören. Dankeschön. Dankeschön. Wirklich nicht. Läuft gut. Haben Sie meine Waffe? Aber das ist auch nur meine, wenn sie illegal ist. Meinst du illegal? Nicht meine. Ja gut. Also, ich weiß ja, dass die Waffe ihnen gehört. Die Waffe ist eigentlich auch illegal, aber ich mochte das eben mit meinem. Naja, ich weiß. Wie kann man eigentlich mal das wo sie da verwundet liegen. Wieso ich da liege? Wieso ich da liege? Das ist eine lange Geschichte. Soll ich Ihnen das wirklich erzählen? Ja, setzen Sie sich hier hin, nehmen Ihren Freund, dann haben wir genug Zeit. Ja, also das wird eine lange Geschichte. Also Sie können sich schon mal Popcorn holen. Jan, das ist eine Geschichte von Drachen und Elfen. Werde ich benötigt, dann sonst also das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte von Drachen und Elfen. Die kann ruhig eine Geschichte von Drachen und Elfen hören. Ich will eine Geschichte hören hier, was hier so passiert ist. Also ich bin da den Berg hochgerannt und bin gestorben. Wer weiß ich nicht mehr. Ich war ziemlich lange tot. Wurde übrigens angefahren. Ich war bei einer Nachtwanderung, dann wurde ich angefahren. Wurde ich weggeschleudert. Jungs, irgendwie hat das hier, ihr habt alle kein wasserfestes Alibi. Warum liegt ihr alle so tot rum? Oder verwundet? Ja, wollen Sie das wirklich wissen? Ich sitze. Wie schon gesagt, ich wurde angefahren. Ja, ich will das wirklich wissen. Ich bin den Berg hochgerannt. Und mehr weiß ich nicht, ich war plötzlich tot, weil ich lag da ja tot, und dann wurde ich vom Sanitäter wieder geweckt. Also mehr weiß ich wirklich nicht. Fabian? Ja. Ich müsste jetzt mit Essen gehen. Ich setze mich jetzt hier hin und tue so, als ob ich schlafe und wächst irgendwie für mich. Ich bin gleich wieder da. Eine Stunde oder so. Wieso steht das Auto auf halb acht? Warum sind hier so viele Koffer? Warum liegen Sie da tot oben? Und drittens, Sie haben leider Mord drauf. Ich? Ja, Nicole. Was hab ich? Sie haben Mord. Ich hab Mord. Mord auf der Wanted List. Ich? Ja, Mord. Soll das denn hat ja gar nicht getötet, ja. Das war ja... Oh. Ja, das kann sein, dass ich mich gewehrt habe. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was passiert ist vor meinem Tod. Na, versteht ja, dass wir ihnen das leider, ne, ein Ticket dafür ausstellen müssen, so leider. Ey, wow. Sie können alles haben, aber mein Geld bleibt bei mir. Obwohl, wir machen zu, ich krieg meine Waffe wieder und ich gebe ihnen dafür Geld. Ne, warum soll ich denn jetzt die Waffe wiedergeben? Ja, dann würde ich doppelt Minus machen, was ist denn das? Und sie nur Plus? So geht das doch nicht. Nee, hören Sie mal. Ja, Herr Collin, das ist hier kein Verkaufsgeschäft. Richtig. Ja, Händler oder sowas. Ich unterhalte mich gerade mit Sören. Ich hab grad Sören. Ach, Herr Colin, so. Oder Herr Lewis. Oder Lewis, wie auch immer. Erstmal aus Versehen, Dann müssen Sie also, auf jeden Fall mit ins Präsidium nehmen. Ja, weil das mit dem Mord, das können wir nicht einfach so sagen. Ey, aber der Mord, der war nicht geplant. Das ist ja egal, ob der Mord geplant war oder nicht. Gucken Sie mal, okay, ich erzähle Ihnen die Geschichte, okay? Also, am besten Sie setzen sich auch hin, das machen wir es uns gemütlich. Also, sicher, das wird eine lange Geschichte. Ey, soll ich mal meine Waffe ziehen einfach? Wenn sie fertig sind, werden sie mitgenommen. Also, warum denn? Ich erzähle Ihnen doch gerade, wie das war. Also, es war ja so, wir sind seit längerem auf der Suche nach diesen VOA-Typen. So. Sind wir hier durchgefahren, weil wir gerade nach Kavala wollten aus Attira und plötzlich wird auf unsere Autos geschossen, von da oben. Von dem Berg aus, wo ich tot lag. So. Sind wir ausgestiegen hier, hatten unsere Autos hier geparkt und plötzlich wird komplett auf uns geschossen. Also wir sind echt alle verreckt. Und dann habe ich da oben auf dem Berg jemanden gefunden und hab den abgeschossen, weil er auf meine Kollegen geschossen hat und plötzlich war ich auch tot. Also das war nur Beschützerinstinkt. Ja. Da haben sie ja trotzdem jemanden getötet, ich meine. Ja, aber die mich getötet haben, die werden gemacht haben oder nicht? Ja, die sind ja leider nicht mehr da. Ja, soll ich mich einfach töten lassen oder was?
Hä? Das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Ja, ich wäre ja so oder so gestorben. Es geht ja, woher sollen wir jetzt wissen, dass diese Geschichte stimmt? Die stimmt, fragen sich meine Leute. Mal einen Beweis. Rally up. Der Beweis ist, dass ich da oben tot lag. Dass sie dasselbe wie sie, dass sie dasselbe wie sie erzählen, ist ja wohl klar. Nee, aber warum sollte ich sonst tot sein? Ich kann mich ja nicht selber erschießen. Warte mal, Jan, ich mach jetzt euren Anwalt, ja? Ich mach jetzt euren Anwalt. Nee, aber... So, Moment, ich war nicht dabei, ich war... Moment, ich sag nichts mehr ohne meinen Anwalt, Barry White, bitte vortreten. Schönen guten Tag. Mein Name ist Barry White, ich bin Anwalt. Für die Armen und Reichen, für die Alten und Jungen. Aber nicht für also, was sei. Ich hier meinem Mandanten vorwerfen, ist ja grundsätzlich schon mal ein starkes Stück, ruhig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das war hier Notwehr, das war eine Affekthandlung. Wo rennst du eigentlich hin? Um das direkt mal klarzustellen. Hey, ich stehe hier noch. Ja? Und mein Mandant wird nichts mehr weiter sagen, bis sie hier nicht stichhaltige Beweise vorgelegt haben, die sie ja anscheinend auch nicht zu liefern haben. Wird denn, dann möchte ich mal stichhaltige Beweise von Ihnen vorgelegt haben, dass Ihr Mandant unschuldig ist. Die sind in der Bringschuld. Oder jedenfalls, warum wir ihnen den Mord nicht anrechnen sollten. Das ist unschuldig zu Naja, das war immerhin Notwehr. Wenn dieser Mord in Notwehr geschehen ist, dann ist mein Mandant allerdings nicht straffähig. Nö. Ja! Oh mein Gott! Dann ruhig an, aber geschehen. Was? Immer weiter spielen. Ja. Und mal. Da steht auf der Wanted List Colin, Davis oder Lewis. Also von daher. Ja, ich glaube, sie haben einen Fehler oder so. Nee. Fehler. Da ist kein Fehler, glauben Sie mir. Mr. Lewis, ich würde Sie bitten, nichts mehr zu sagen. Sie haben das Recht zu schweigen. Komm, Auto. Sie müssen diesem Polizisten keine Rechenschaft ablegen. Nicht so schnell fahren. Nicht ganz langsam. Sagen Sie doch mal hier, wer Sie. Wissen Sie bitte überhaupt, wer sich hier vorbeifahren. Angegriffen hat? Ja, ich glaube, der eine hieß Al oder sowas. Ja, einer von diesen Unmenschen war auf jeden Fall Karl und der andere hieß, soweit ich mich erinnern kann, Rolf. Oder Rolf. Six, regroup. Rolf. Dazu kam noch ein dritter Mann, dessen Name ich leider nicht wiedergeben kann. Müssen demnach ja auch auf der Wanted-Liste stehen. Nun, wir haben das Problem, dass sie bei uns nicht auf der Wanted-Liste stehen. Wahrscheinlich, weil die gerade getötet wurden. Wow, Moment. Nein, was war das gerade? Bleiben Sie ruhig. Die stehen drauf, alles cool. Der Karl steht drauf und der Rolf Tömpel steht drauf. Richtig. Der Rolf Tömpel für dreifachen Mord und der Karl für einfachen Mord. Das Ding ist, dass die sich natürlich auch vorgenommen werden, die Jungs, aber nichtsdestotrotz haben sie ja eben auch einen Mord auf der Liste. Und warum sollten wir dann nur die anderen? Ist ja egal, wer angeht. Der checkt es nicht. Ja, aber hören Sie mal. Hören Sie mal, Herr Polizist. Sofern sie ja keine Beweise, also hätten sie jetzt einen eindeutigen, handfesten Beweis, dass die Jungs sind irgendwelche Paragraphen vor, dann wäre das ja alles gar kein Problem. Naja, laut Paragraph 325 des altisischen Bürgergesetzbuches stehen Sie erstmal in der Beweispflicht, denn Sie sind hier die Exekutive und müssen mir hier erstmal einen stichhaltigen Beweis vorlegen, genau, dass mein Mandant tatsächlich nicht in Notwehr gehandelt hat. Laut Paragraph 320 der altischen Gesetze steht drin, dass man sein Haustier nicht am Schwanz aufhängen darf. Also ich denke mal, Sie versuchen mir hier einen vorzuerzählen. Ich denke mal, Sie versuchen Sie hier mir einen vorzuerzählen. Denken Sie das nicht? Haben Sie denn überhaupt eine offizielle Bescheinigung? Ja, haben Sie denn überhaupt eine offizielle Bescheinigung, dass Sie hier Polizist sind? Ja? Ich würde nämlich gerne erstmal Ihre Papiere sehen, Herr Sören und Herr Pies. Sowas habe ich hier nämlich noch nicht gesehen. Das ist eine absolute Frechheit, was mein Mandant hier unterstellt. Die Papiere zeichnen eben. Ich setze Sie mal ganz kurz mal ein Auto rein, da reden wir weiter. Ich werde mich nicht gefangen nehmen lassen. Nein, das ist Freiheitsberaubung. Ich bin Anwalt. Das ist Freiheitsberaubung, was Sie hier tun. So, jetzt nur damit Sie direkt Bescheid wissen, ich werde das Ihren Vorgesetzten melden. Können Sie gerne machen.
ne, Bescheid geben. Warum landet übrigens ein Hubschrauber? Vorderen Anschubfach, da sehen Sie unsere beiden Lizenzen. Mhm, ja. Mhm. Das ja, das sieht ja, Stolz, das sieht ja schon mal grundsätzlich sauber aus, also keine Ex-Swats. Ja, okay. Das ist Klaus Stolz. Mhm. Mit Auszeichnung. Sehr schön. Ah ne, Klaus Stolz ist mein Kollege. Ja, also nein, gut, dann muss ich sagen, dass mein kleiner Ausraster mir leid tut. Und ja, ich sehe, Sie sind befugt dazu, hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Allerdings muss ich trotzdem sagen, dass Sie noch immer keine stichhaltigen Beweise gegen meinen Mandanten haben. Die Beweise sind gerade per Fax unterwegs. Ich werde sie immer wieder rausholen. Ja, danke schön. Sören, schreib mal den Easy an oder den Curtis Jackson, wo die waren. Wie bitte? Den Easy oder Curtis Jackson, wo dieser Rolf Tempel ist. Ja. Warte mal, setz ihn ab. Sören. Sören, fix. Was passiert hier? Ja, deine Strafe ist erlassen. Viel Spaß. Nee, warten Sie, ich muss Ihnen noch ein Ticket ausstellen. Damit Sie auch... Ich jetzt meine Waffe wieder. Kommen hier alle Spastis wieder, ja, kriegen Sie auch hier, warten Sie. Ticket, so, 100, zack. Und... 2, rally up! Waffe und zack. Six. Merken Sie sich meinen Namen, ich bin der ehrliche Barry. Anwalt für Reich und Arme, Alter und Junge. Losgebunden. Sie haben mich nicht losgebunden! Der junge Mann ist noch gefesselt, bleiben Sie stehen! Hey, komm jetzt. Gut gemacht, was ist denn jetzt plötzlich los? Ja, und ich hab dich aus der Scheiße gehauen, Junge. Lass, kannst du mich mal abholen? Bester Anwalt EU West! Jawohl, Jan! Ich glaub, die sind gerade auf dem Weg zu Rolf. Ja, das glaube ich auch. Ja, guck mal hier, Barry White, Anwalt, dem die Jungen und Armen vertrauen, ey. Geil, wem gehört das Auto da? Das ist deiner. Der. Ja? Der Rebellen. Das ist Dustin. Carsten, hol mich mal ab. Aber Dustin ist gerade noch AFK. Ja, das Problem ist, ich bin eben vom Server geflogen, deswegen ist mein Offloader hier gerade abgeschlossen an der Ecke.